Die Single-Statistiken, die sprechen ja heute auch eine deutliche Sprache. Mann und Frau sind heute so weit auseinander wie ewig nicht mehr. Und die Empowerment-Bewegung der letzten 60 Jahre, die hat halt ohne Frage eine dicke Aktie daran. Da verwundert es dann auch nicht, dass sich Männer von Beziehungen gerade mit modernen Frauen abwenden, sich vielleicht lieber eine traditionelle Ostfrau suchen oder eben MGTOW-Kult feiern. All das ist kein bisschen verwunderlich. Und wenn du dich halt hinstellst und behauptest, man könne in puncto romantischer Anziehung auf Mann und Frau dieselben Maßstäbe anwenden, dann ist das halt eher eine Art religiöser Kult, als dass es realistisch ist. Und genau diese Kröte, die haben ja auch viele Männer geschluckt, weswegen ich eigentlich immer härter mit Männern ins Gericht gehe als mit Frauen. Und ganz ehrlich, die heutige Toleranz für indiskutables Verhalten bei Frauen, die gab es eben vor 30, 40 Jahren noch nicht. Männer sollten sich also immer schön an die eigene Nase fassen, bevor sie pauschal über Frauen ablästern. Und ja, unsere Großvätergeneration, die hätte mit uns einfach mal geschmeidig den Boden aufgewischt, dass man an alle, die es so super finden, Teil der Moderne zu sein.